Ja. Mal sehen, wie lange das mit der API denn dauert, ne? Oder hier. Es sollte ja ein Spiel von aus dem Hause Blizzard geben. Das sollte ja revolutionär werden, ne? Das sollte ja WoW sogar ablösen. Das sollte endlich der WoW-Killer sein. Und man sagt ja, oder ich sage ja immer, die einzigen, die Blizzard vom Thron, die WoW vom Thron schubsen können, das ist Blizzard selber. Kein anderer Gaming-Entwickler wird das jemals schaffen. Und zwar, sage ich mal, mit einem Spiel, das WoW Teil 2 wäre. Nicht vom Namen her, aber wäre. Ja, und da hatten sie mal angekündigt, Titan sollte das Spiel heißen. Titan. Ja, das haben sie dann ja irgendwann doch wieder eingestellt und haben dann ja wieder die ganzen Dinger da, diesen ganzen Fortschritt, den sie vom Spiel hatten. Ach, das ist Stein, ich dachte, das wäre Clay. Diesen ganzen Fortschritt, den sie ursprünglich vom Spiel hatten, den haben sie ja auch wieder komplett verworfen. Höchst interessant. Apropos Titan. Tja, kam ja auch schon die Frage. Hey Trivolo, wie sieht's denn mal aus mit Titanfall? Ja, guck das bei anderen, ich nicht. Warum nicht? Ganz einfach. Ich habe Titan in der Beta gespielt. Ja, meine persönliche Meinung zu dem Spiel ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte, aber ich bin gelangweilt von dem Spiel, weil ich habe dieses Battlefield 2348 nach Christi Geburt. Wisst ihr, wie das heißt? Richtig, das weiß ja immer kein Mensch. Das heißt ja immer nur so, wenn einer von dem Spiel spricht. Ja, dieses Battlefield 20 irgendwas. Die genaue Jahreszahl kann sich ja irgendwie kein Mensch merken. Außer ein gewisser Grantelbart, der mich dann ja auch immer verbessert. Naja, egal. Jedenfalls, dieses Game hat mich, dieses Titanfall hat mich so dermaßen an das andere Spiel erinnert, dass ich gesagt habe, irgendwie kommt drauf an, wie EA damit jetzt umgeht. Aber ansonsten ist das Spiel für mich jetzt erstmal exakt das gleiche. Aber es ist halt jetzt, jetzt kommt es auf die Vermarktung von EA an und so weiter. Das sind halt so die Dinge, wo ich dann selber auch nicht drin stecke. Vermarktungsstrategien und so weiter, das sind alles Themen. Wow, 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 das ist nicht meins. So, nochmal genüsslich an der Zigarette gezogen. Ja, tut mir ja auch echt leid eigentlich, dass er jetzt da schon mehrere Tage brutalstes Terraforming hatte und wirklich wenig, ganz wenig Baustellen. Aber dieses Terraforming muss sein. Denn erstens haben wir zu viel Dirt angesammelt. Und ich kann jetzt, weiß ich nicht, wie viele Kisten da jetzt voll sind mit Dirt. Also das heißt, wir müssen hier mal das, den ganzen Dirt-Kram müssen wir doch echt mal loswerden. Und es geht außerdem darum, um die Erweiterungen des Dorfes. Die Erweiterungen, die da jetzt noch so kommen mögen. Denn ich habe da ein paar Pläne, habe ich, aber das ist alles noch nicht 100% und das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber das Einzige, was ich weiß, ich brauche mehr Platz. Mehr Platz. So. Und was liegt da mehr auf der Hand, als mehr Platz zu schaffen? Denn wir wollen ja auch mal irgendwann, wollen wir auch mal anfangen, eine, ja, wie heißt denn das? Ja, eine Stadtmauer ist das eigentlich. Ja, eine Stadtmauer, genau. Wir wollen ja irgendwann auch mal anfangen, eine Stadtmauer drumherum zu bauen, oder? Hör mal, wollen wir, können wir, machen wir. Bestimmt. Mich ärgert das nur, dass ich jetzt diesen einen Kommentar nicht mehr im Kopf habe, beziehungsweise dass ich nicht gefragt habe um, falsch, dass ich jetzt nicht weiß, um was es in meinem Video ging. Irgendwas mit Stained Clay. Wenn diese Aufnahmesession abgedreht ist, dann schaue ich auch instant nach und dann weiß ich das auch wieder. Und ich muss mal hier nebenbei was gucken. Wo ist der Balken? Da ist der Balken. Okay. Jetzt habe ich mir Outer City wieder im Background. Oh, das ist doch wohl... Blalalalala. So, das, ich muss mir das mal einmal kurz hier alles so ein bisschen zurechtwursteln. Okay, der und das, so bestimmt nicht, aber so. Und der kann auch ein wenig kleiner. So, alles klar. Jetzt habe ich Überblick, weil ich lade, hoppala, während ich
das normale Minecraft zocke, beziehungsweise Let's Playe, lade ich immer gerne schon mal ein paar Videos noch hoch. So, und es hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, so, jetzt ist die Folge für heute aus die Maus und, ja, ich sage für heute ist die Folge aus und will rendern und will hochladen und da stecken noch irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Downloads drin. Da haben wir nichts mit gewonnen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie 7, 6 Downloads? Wie machst du das denn? Was hast du denn für eine Internetleitung? Ich habe eine ganz normale 16K-Leitung, aber meine ganzen Uploads, die rühren seit gestern Abend daher. So, den Rest Dirt. Den Rest Dirt werden wir hier nochmal verbauen. So, und zwar auf diese Höhe. So, ich hoffe, ich konnte euch da wieder ein bisschen so mit meiner Meinung mal wieder so ein bisschen unterhalten. Und ich hoffe, ihr konntet da dann auch mal wieder ein Stück Weisheit oder Wissen oder wie auch immer mitnehmen. So. Hier mal lang. Ja, und halt auch so, ich sag mal, wie immer so ein paar zukünftige Dinge über mich und meinen Kanal und wie ich die Sache sehe und so weiter. Ich hoffe, da konntet ihr auch ein bisschen eine Mark mitnehmen. Eine Mark 50 oder so ähnlich. So, Dalle. Ne, und dann bin ich ja auch so lustig mit dem Rendern, möchte ich mal sagen. Ich habe ja wieder da in der letzten RET-Aufnahmesession, da habe ich auch wieder Bullshit gebaut. Irgendwas habe ich da gemacht, irgendwas Langweiliges, irgendwas habe ich geguckt oder Sonstiges. Und habe dann gesagt, so, das schneide ich raus. Und ihr habt dann eine Überblendung. Ja, dann habe ich angefangen zu rendern und dann hatte ich das schon wieder vergessen und naja. Nun habt ihr das doch alles wieder live bekommen. Live und in Farbe. Aber ich kriege ja auch immer wieder die Rückmeldung, Tribolo, das ist nicht schlimm. Ja. Und solange ihr als Zuschauer solche Sachen nicht als schlimm erachtet, sage ich mir, okay, gut. Dann ist das halt so. Alter Schwede, ey. Wie viel Land wir jetzt hier auf einmal auch haben, ne? Wollen wir mal hier X drücken? Donnerwetter. Normalerweise hätten wir auch in eine andere Richtung gehen können. Aber dann wären wir wieder zu dicht an der eigentlichen Behausung. Und das ist halt das, was ich nicht so unbedingt möchte. Ich möchte halt schon irgendwie das Ganze nach wie vor ein bisschen getrennt voneinander haben. Also sprich, das Haupthaus und eben das Dorf. Ich möchte, dass nach wie vor ein bisschen getrennt voneinander bleibt. Wenn auch nicht viel, aber ein bisschen sollte es schon sein. So. Das hier mal weg. Beziehungsweise das hier mal hin, nicht weg. Und dann kommen wir gleich auch zu dem nächsten Bau. Das ist das letzte Stück Dreck. Weg damit. Und kommen wir nun zum nächsten Bau. Aber nicht sofort, denn... Können wir uns hier hinten eigentlich mal wegholen. Wir brauchen nämlich ein bisschen Sand. Wir brauchen jetzt nicht so immens viel, aber ein wenig. So ein Stack vielleicht. Das können wir hier wegholen. Das können wir dann ja immer noch mit Dirt auffüllen. Sollte ja alles nicht so schlimm sein. Aber ich fand das früher schon immer... Ja, ich fand das nicht schön, so den Sand einfach mit Dirt abzudecken, dann lieber ein bisschen mehr Dirt von irgendwo wegholen und den Sand wenigstens retten, weil aus dem Sand kann man nach wie vor mehr machen als aus Dirt. Und aus Dirt ist ein reines Baumaterial. Reines Baumaterial, hässlich, fleckig, eklig. Je nach Biom jedenfalls, eklig, hässlich, fleckig. Und aus dem Glas, genau, aus dem Sand kann man wenigstens noch Glas brutzeln. Und da ist halt auch die Frage, haben wir noch Glas? Denn wenn jetzt irgendwann bald mal andere wiederkommen und die sagen dann so, dann gib mal ein bisschen Glas, dann stehe ich da so. Da war ja was. Glas. Reicht dir das, wenn das so in einer Stunde fertig ist? Ich muss das erstmal noch braten. Ja, das wäre halt auch irgendwie ein bisschen Fail meinerseits. Deswegen einfach mal ein bisschen mehr Sand jetzt wegfarmen hier.
Und dass es Nacht ist, ja, egal. So ein Creeper, der hilft einem ja auch immer gerne beim Farmen, beim Sand abbauen und so.